Sie sind hier, 2. September 2018, 20.30 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern auch Ousmane Dembele ließ es bei Barcelona Schützenfest gegen SD Hüske klingeln Urheberrecht Getty Images Barcelona, der FC Barcelona siegt gegen Hüske fast zweistellig und das trotz Rückstands. Neben Messi treffen auch die früheren Bundesliga-Akteure Dembele und Rakitic. Am Ende wurde es fast zweistellig. Der spanische Meister und Pokalsieger FC Barcelona hat in La Liga den 3. Sieg hintereinander eingefahren und die Tabellenspitze übernommen. Tabelle La Liga: Beim 8:2-3:2 Sieg gegen Aufsteiger SD Hüske musste Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen zwar bereits in der 3. Minute nach dem zwischenzeitlichen Führungstreffer durch Coro hinter sich greifen. Doch noch vor der Halbzeitpause drehten Superstar Lionel Messi, 16., Jorge Pulido mit einem Eigentor, 24., und Luis Suarez, 40., die Partie für Barça. Spielplan La Liga Anzeige, jetzt neues Trikot des FC Barcelona, kaufen, hier geht es zum Shop auch Ex-Dortmunder Dembele trifft bei Barça nach dem Seitenwechsel sorgten dann der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembele, 48., Ivan Rakitic, 52., erneut Messi, 61., Jordi Alba, 81., und Suarez nach Foul-Elfmeter, 90. 3 für klare Verhältnisse. twitter.com/im-football-news/status/1036315301323240627 Alex Gala erzielte vor der Halbzeit, 42. per Kopf lediglich den Anschlusstreffer bei Klassenneuling Hüske, was ter Stegen mächtig auf die Palme brachte. Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker, fortan aber dominierte nur noch Barça, wo der frühere Bayern-Akteur Arturo Vidal für Rakitic eingewechselt wurde, 71. und sich für einen Tritt kurz vor Schluss noch die gelbe Karte abholte, 88. Bemerkenswert, zuletzt hatten die Katalanen im September 2011 8 Tore in einem Ligaspiel erzielt. Von Sportinformationsdienst.